Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone. Wir spielen jetzt mit dem Schurken weiter. Wir haben nur mehr diesen Helden zum Erspielen und zwar müssen wir hier noch die ganzen Basiskarten für den freimachen. Wir haben von allen anderen Helden haben wir schon sämtliche Basiskarten freigespielt. Jetzt haben wir nur mehr noch den hier zu machen und ja, das wollen wir auch noch durchziehen. Das wird wahrscheinlich circa gefühlt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, vielleicht eine Stunde dauern, bis wir den auch noch haben. Aber wir wollen das angehen. Ja, ich hoffe, es macht euch Spaß beim Zuschauen hier. Ich schalte jetzt noch das Mikro hier um auf das andere vom Headset und dann geben wir Gas. Unterwegs hier mit einem neuen Cappy, das habe ich jetzt auch verwendet überall auf meinem Kanal. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Da oben neue Logos und neue Videos, also neues Banner, wo ich dann auch zu sehen bin. Soll ein bisschen professioneller hier ausschauen. Ich glaube, das schaut auch ganz cool aus, auch mit diesen Headsets. Das sind ja eigentlich Studio-Kopfhörer. Und das Ding da ist auch kein normales Mikrofon, sondern eins von eine spezielle gekauft, das, was man da so drauf steckt. Das gehört gar nicht dazu zu dem Headset. So, genug zur Hardware, jetzt gehen wir rein und spielen Hearthstone. Hoffentlich ist es jetzt nicht zu laut, das war letztes Mal sehr laut. Man hat mich kaum verstanden. Deswegen werde ich es ein bisschen leiser machen. Ich bemühe mich ja auch hier, dass hier eine vernünftige Qualität zustande kommt für euch. Akustisch und tontechnisch. Optisch. Optisch. Ich rasiere mich regelmäßig. Ich stehe hier nicht da wie manch andere, wie wenn ich gerade aus dem Bett aufgestanden wäre. Das finde ich eigentlich. Eine aufregende etwas Nacht, seltsam, sagt ihr? Sagen, da kann ich nur zustimmen. Ich mache das jetzt etwas lauter vom Spiel, damit ich da auch was davon habe, aber ich stelle es hier etwas leiser. So. Jetzt sollte ich wesentlich lauter sein als das Spiel selbst und das ist, glaube ich, gut so. Okay, so, was haben wir hier? Zaubermeister wirkt 40 Zauber, glaube ich erst 9, spielt 50 Magierkarten aus, haben wir noch nicht und spielt 75 Diener mit Kampfschrei aus. Das lässt sich einrichten, das mit dem Kampfschrei. Lassen wir den Zauber mal weg, spielt 20 Wildtiere aus. Ach, das kann schon eher passieren. Gut, schauen wir kurz noch in unsere Sammlung, ob wir neue Karten letztes Mal geholt haben. Ich bin mir nicht sicher. So, was haben wir? Wir spielen Schurke. Mein Schurkendeck. Nein, da gibt es keine neuen. Gut. Los geht's. Hopp, hopp. Es gibt ja Leute, die schauen mir hier regelmäßig zu. Hier, das freut mich eigentlich jedes Mal. Ungewertetes Spiel. Gewertetes Spiel. Sollte euch das Spaß machen? Echt, gerade zu Beginn ist es ziemlich schwierig hier auf YouTube, dass man zu Followern kommt. Es ist meiner Meinung nach ein bisschen auch gewollt von YouTube. Leider. Sie pushen die schon vorhandenen User ganz stark. Immerhin machen die schon genug Content. Sie brauchen nicht, weiß ich, den ganzen Content der kleinen YouTuber. Und ich werde das finde ich ein bisschen unfair, aber es ist leider so. Man kann es nicht ändern. Naja. Und deswegen braucht man zu Beginn einfach ein bisschen Push. Es müsste Leute geben, die einen da ein bisschen fördern und regelmäßig Werbung machen. Ich meine, ich bemühe mich hier viele Videos zu machen und so, aber die Sichtbarkeit auf YouTube ist so gering, weil sobald jetzt jemand zum Beispiel auf YouTube irgendein Spiel sucht oder ein Let's Play zu einem Spiel sucht, gab es ja schon viele, die Let's Plays zu diversen Spielen gemacht haben. Und egal, ob es mein Let's Play besser wäre, schöner wäre, amüsanter wäre als die anderen, das erfährt man nicht, weil es irgendwo auf Seite 20 rankt, wenn überhaupt. Und ja. Los geht's. Dann ist es ziemlich schwierig, dass man gesehen wird auf YouTube, also dass man überhaupt gefunden wird. Und YouTube hängt sich da ziemlich stark drauf auf, wie lange schaut jemand auf einem Video oder
wie viele Likes gibt es auf dem Video oder wie viele Abonnenten hat derjenige. Je mehr von diesen Faktoren er hat, desto eher wird er nach vorne gelistet und da haben die anderen, die ja schon ewig dabei sind, einfach viel, viel höher, einen viel höheren Vorteil. Ne? Naja, das wäre das gut. Die Frage, ja. Los geht's. Das war's. Ich habe bereits angegriffen. Achso, man kann nicht zweimal mit der Waffe eingreifen, das wusste ich auch nicht. Aber eine Waffe haben ist besser als keine Waffe haben. Ich habe ihm schon 3 Schaden zugefügt, aber der kann sich auch heilen, soviel ich weiß. Mittlerweile muss ich sagen, habe ich jetzt schon viele Helden gespielt hier und ich finde eigentlich viele Helden gut. Manche finde ich nicht gut. Priester zum Beispiel habe ich jetzt irgendwie mit dem bin ich nie richtig warm geworden. Jetzt haut er sich einen Spott drauf und einen Spott macht, das ist schwach. Oh, eine starke Waffe. Wow, hat ganz schön zugehauen. Das ist die Frage. Ja, wir machen das so. Los geht's. So. So. Wir sind 24 gegen 24, aber mir liegt was am Brett und wem nicht. Ja, soviel zum Thema YouTube und deswegen. Es ist hier nicht unbedingt am Battlen, aber wenn euch Sachen Spaß machen, wenn es euch gefällt, ein Like da lassen oder ein Abo da lassen, es hilft wirklich. Es ist nicht mein. Naja. Es ist nicht für mein Ego, das mit den Likes. Es hilft, dass man jetzt wirklich mehr gefunden wird. Und das hilft dann schon einiges. Knappe, mir zur Seite! Knappe, bereit, mein Herr. Mir zur Seite! Ach, das war nicht schlau. Ich hätte den hier verwenden sollen. Ja. Ja, aber immerhin hat der jetzt relativ viel Angriff. Das war's. So, der hat noch 19. Jetzt hole ich mir danach den da. Nein, ich hole mir den Akolyten. Ja, je nachdem. Schauen wir, was noch kommt. Entweder den Akolyten und den da. Nachdem, was er spielt. Dann habe ich noch mehr Karten. Dann kann ich den hier ausspielen. Dann hat der 9-9 oder so. Das ist dann gleich eine super starke Karte. Ich mag diese Karte. Mit der bin ich eigentlich ganz gut unterwegs. Ich glaube, dass ich den besiegen werde diesmal. Ich grüße ihn mal. Die Freude ist ganz meinerseits. Ja, ganz meinerseits. Diese Rasse habe ich nie gern gespielt, die Blutelfen. Ich habe ein riesiges Gewehr. Danke. So, was soll ich machen? Soll ich dann angreifen oder nicht angreifen? Das ist die Frage. Ich könnte alle diese 3 Karten ausspielen. Ich frage mich. Nein, ich leg mir eine Waffe an. Verpasse eine Waffe an. Los geht's. Legt ihr den Akkumulator noch da drauf? Auf in die Schlacht! So, deswegen ist diese Karte nicht schlecht. Wenn man diesen Fleischfresser mit Blühlicht ausschaltet, dann wird er ziemlich stark. Aber das machen auch nur die Schwachen nicht. Die Schwachen greifen den nicht an. Die erlauben es mir, dass ich mir starke Karten hochziehe. Sollten die eigentlich mal nicht tun, aber sie tun es. Jetzt ist der nächste Runde eigentlich tot, wenn er mir jetzt nicht Karten besiegt. Das war ein sehr schwacher Gegner, finde ich. Jetzt heilt er sich. Hat er die Möglichkeit, sich irgendwie voll zu heilen? Ich glaube nicht, oder? Spekuliert auf eine bestimmte Karte. Wir wissen es nicht. Zerstört die Waffe des Gegners. Das ist das erste Mal, dass mir das passiert ist. Danke. Danke was? Er ist jetzt gestorben.
Junge, Junge, Junge. Auf in die Schlacht! Böse. Das war ein schnelles Spiel. Das hat jetzt keine 5 Minuten gedauert. Jetzt soll ich eigentlich die Stufe aufsteigen. Jo. So, gleich noch eins. Stellt die damit Kampfschirr auf, das habe ich gar nicht gemacht. Habe ich das gemacht? Ich muss auch mehr Gold sammeln, dann kann ich mir nämlich einen neuen Flügel kaufen. Also Flügel. Das klang jetzt blöd. Nein, ich kann mir die bei den Abenteuern was leisten nachher mit dem Gold. Valera gegen Anduin. Ich habe mir überlegt, um 5,99 dieses Starterpack zu kaufen. Da gibt es echt, bekommt man 10 Decks oder noch mehr Decks. Das ist viel Ersparnis, finde ich. Die behalte ich mir alle. Ich kann sie noch nicht jetzt ausspielen, aber bald. Es könnte ja durchaus sein, dass ich jetzt gleich den ersten anspielen kann. Sehr gut. Der hat ja so ein Winterdeck. Achso, ich bin nicht dran. Das ist auch gut. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Ich muss sagen, Blizzard ist ein echt schönes Spiel gelungen. Hearthstone ist ein tolles Spiel. Warum habe ich das nicht gespielt, bis es rausgekommen ist? Da war ich zu faul, da habe ich andere Dinge gemacht. Außer mit PC spielen. Los geht's. Wenn er verletzt ist, führt dieser Diener. Ah, ich hätte ihn angreifen sollen, das wäre gescheiter gewesen. Wen soll ich töten? Ich hätte ihn angreifen sollen, dann hätte er 5 Schaden gehabt. Das kann ich nächste Runde immer noch machen. Dann stirbt er zumindest nicht auf Anhieb, sollte er irgendwelche Angriffszauber haben. Er verbraucht ja auch nur seine Karten, um nichts zu tun. Los geht's. Das ist kein gültiges Ziel. Ich darf mich nicht selbst angreifen, das wusste ich nicht. Los geht's. Wen soll ich töten? So. Was macht der jetzt? Wenn ich den angreife, dann hat der 5. Kann ich den nochmal angreifen? Bin ich schon auf 21 runter und der hat noch gar nichts gemacht. Cthulhu ist mein Schild. Hi Mordor. Ich habe einen Zuschauer gleich in-game. Ich will ihn begrüßen. Wir sind nette Menschen hier. So. Ich frage mich, ob. Ja, ich frage mich auch, ob. Fügt einem unverletzten Diener 2 Schaden zu. Der greift mal an. Greift wieder den an. Das wollte ich nicht. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja. Das war schlecht. Ich habe schon gesehen, dass es schlecht war. Das Dingo! Ja! Mach nicht, ich weiß durcheinander, Mensch. Ah, falsch. Das war ein Versehen. Du irritierst mich da unten. Komm mit Twitch. Ich wollte das anders machen. Ich wollte diese Karte. Ich wollte Meuchel einsetzen. Vielleicht habe ich ihn verwirrt, den Gegner.
Nein, ich hatte schon, was heißt, ich hatte keine Lust. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Ich spiele nur Trolle aus. Das ist meine Taktik jetzt. Er spielt mit Cthulhu. Schnell entscheiden. Was macht er? Ist jemand verletzt? Ja, genau. So. Wie hauen wir die jetzt alle zusammen hier? Klinge, Klinge. Die Klinge. Nein, keine Klinge. Warte ein bisschen. So. Dem jetzt hier entscheidend. Los geht's. So machen wir das. Und dann. Wir brauchen ein bisschen mehr Sachen auf dem Brett hier, weißt du? Bereit, mein Herr. Wen soll ich töten? Das war's. Geht auch, oder? Ja, war nicht schlecht. Du bist mein Souffleur. Weißt du, was ein Souffleur ist? Weißt du, was ein Souffleur ist? Das sollte ich mir gründlich überlegen. Hat er das gemacht? Der Spacko. So, was machen wir hier? Lass deinen Diener auf die Hand des Gegners zurückkehren. Wir wollen das gar nicht. So, wir machen wir jetzt 3, 2, 2, 0. Wen soll ich töten? So, was macht er jetzt? Jetzt habe ich ihn mit 5 Schaden. Jetzt habe ich ihm ein Ziel gegeben. Sollte ja nicht genau wissen, was er machen soll. Ziehen wir noch mehr Karten. Aha. Ja, dann warten wir lieber. Ist er verwirrt? Ich weiß nicht, ich mache ihn fertig. Ich habe jetzt noch 2 von diesen Schwertern, die haben ziemlich fettigen 3 Angriff. So, was machen wir jetzt? Ja, es geht sich wieder nicht gescheit aus. Ja, aber dann hätte ich diese Runde das nicht machen können. Hey, gib mir eine Minute! Das war's. Was macht er jetzt? Ich kann ihm noch 15 Schaden zufügen, alleine mit dem Schwert. Ich muss mich bald entscheiden. Achso. Nein, kam nicht. Nur ein klein wenig Sekret. Seid ihr mein Meister? Was will er mit dem hier machen? So. Ja, ich muss den Damage die ganze Zeit. Nein, das behalte ich noch, weil der kommt sicher mit seinem Cthulhu daher. Jetzt ist die Frage, will ich den vernichten?
Oder je nicht. Warum soll ich den vernichten wollen? Nein, der wird zu seinem Tod nicht kommen, so schaut's aus. Lass die Schmerzen sprechen. Hey, gib mir eine Minute. Los geht's. So, ich werde ihn besiegen, bevor er zum Ktung kommt. Wenn's wahr ist. Ich schaue schon irgendwie aus wie so ein Sportmoderator. Wolf Dieter Bosch, ich will mich an deiner Stelle auch heilen. Fügt dem Helden 3 Schaden zu und 5 ist 8. Ich hab keine Karten, die ich ausspielen kann. Jetzt muss ich den hier ausspielen. Er zittert vor der Macht Sturmwinds. Na, hol dir mal ein bisschen mehr Karten. Hier geht's bald heiß her. Der kostet 2 weniger. Los, wollen wir gar nicht. In your face, das war jetzt schon ziemlich viel Schaden, was ich dem zugefügt habe. 16 hat er noch. Und zufügen kann ich ihm noch. Er vernichtet ihn. Knappe, mir zur Seite! Bereit, mein Herr! Ja, ich bin Face-Schurke. Bist du Face-Schurke oder was? Ja, ich bin der In-Your-Face-Schurke sogar. So, was machen wir jetzt? Fügt dem Feindlichen 3 Schaden zu und 5 ist 8 und 1 ist 9 und es geht sich wieder nicht ganz aus. Somit machen wir was? So viele Möglichkeiten. So viele Möglichkeiten. Mehr Schmerzen. Nimm das mal. Dann tollen noch mehr Akolyten. Lass die Schmerzen sprechen. Naja, die Frage ist. Los geht's. Wir probieren das einfach mal. Ich muss mich bald entscheiden. Naja, wir probieren es halt mal. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich setze ihn unter Druck. Der muss mir viel Schaden zufügen und ich habe ihn nur mehr 10 zum Zufügen. Das sind 2 Runden. Nein, ich habe nur mehr 3. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Das ist so schlimm daran. Seid ihr mein Meister. In your face. Wenn der mit seinem Ktung kommt, bin ich weg. Ich dachte, ich schaffe mehr Schaden, ne? Habt ihr das Artefakt? Mischt die Gold auf euer Deck. Was macht er? Oh, er heilt sich. Schnell entscheiden. Gut gespielt. Einsatz bereit. Was hält die Zukunft? Der Clan ist bereit. Jetzt das Spiel noch rumzudrehen, wird schwierig, oder? Jetzt ist die Frage, wen ich angreifen soll. Los geht's! Nein, das klappt nicht.
sollte ich mir gründlich überlegen. Na gut, dann machen wir ein One-on-One. Ja, was überlegt er da noch? Junge, was willst du machen? Ich habe nur mehr 10 und... Schnell entscheiden! Jetzt hat er überlegen müssen, ob er mich fertig macht oder nicht. Er hat nicht so gut gespielt. Ich habe schlecht gespielt. Dann fällt ihm dir einen Schaden zu, zieh deine Karte. Das ist gut. Werden wir verwenden. Schauen wir noch uns in die Sammlung rein. Schurke. Ich spiele auch mit dem Schurken. Da bin ich aber noch nicht so weit. So, es geht weiter. Bin ich hier? Seid ihr noch dran hier? Ja, ja. Jetzt geht's wieder weiter. So, jetzt geht's gleich los hier mit dem One-on-One. Spaß. Gegen Malfurion. Gegen Malfurion. Seid oh, gar nicht so Hut. Schlecht. Behalte das. Das tun wir weg. Besser. Einsatzbereit! Ich kann den wie auf die Hand holen, weiß ich mal, was bedeutet. Entdeckt einen Diener oder entdeckt einen Zauber? Wow. Wow, er hat sich gleich mal so auf die Hand gekrallt, was er gleich bräuchte. Hier geht's bald heiß her! Zu den Waffen! Zack, 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 in your face. Zu den Waffen! Feuer frei! Los geht's! Ob er mich gewinnen lässt? Ich glaube nicht. Macht er noch nichts, aber er hat so viele Selbstheilungszauber, dass ich glaube ich. Cthulhu! Los geht's! Wenn ihr den Zug bereits eine Karte ausgespielt habt, dann machen wir. Dankeschön. Dankeschön. Los geht's. Feuer frei! So. Ich hätte ihn denn eventuell behalten wollen, dann hätte ich die beide hier anspielen können. Eure Waffe macht mehr Aua. Soll ich die nehmen? Er hat hier 6 Leben. Ich habe hier 1, 2, 4, 5. Los geht's. Der Frostwolf-Clan ist bereit. Du machst mich lang und kalt.
Das ist ja in your face. Wenn ich ihn jetzt besiege, das wäre ja der Hit. Verringert die Kosten eurer Handkarten am Ende. Was zu ist um 1. Bei der Macht von Ragnaros. Ich hoffe, wenn in diesem. Was hat viel Value? Meine ganzen Handkarten. Verringert die Kosten der Handkarten am Ende, aber es tut so um 1. So viele Möglichkeiten. Bald entscheiden. Ja. Für die Horde. Los geht's. Ich weiß nicht, ob das ein Tipp war oder ein Leger. Und jetzt weiß ich nicht, wer mir hier zuschaut. Wenn es er ist, dann ist das gemein. In Flammen. Wann ist mir eine Feuerkerze oder ein Fahrfalken? Wow, hat der viel Damage drauf. So. Lass die Schmerzen sprechen. Die Schwerter. Shadowbahn. Wenn ich dir jetzt 3 Schaden zufüge, hat er noch. Wenn ich dem jetzt 3 Schaden zufüge, dann hat er noch 4. Los geht's. Nimm das mal in dein Face, mal sehen, was du jetzt machst. Das hast du dir. Jetzt muss er sich heilen, weil sonst. Seht den Schaden der Feuerlager! Sieht irgendwie keine Effekte aus. Wo soll ich zuschlagen? Du bist 2 Leben im Spott. Nee. Warum der steht? Warum kann der gleich angreifen? Der ist gerade gekommen. Das kann sein, dass mein Stream laggt, aber ich weiß nicht warum. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Mehr Schmerzen. Ja. Fügt einem unverletzten Diener 2 Schaden zu. Muss nicht bald. Dieser Diener wird in der nächsten Runde bereit sein. So. Was jetzt tun? Los geht's. Ein Diener mit Spott ist in. Ja, was hätte ich machen sollen? Schurke, kommt aus den Schatten und zeigt euch! Was war das denn? Oder kein 2 hat Weaker Tower des Klasse des Gegners hinzu. Möge die Jade-Schlange euch leiten. Los geht's. Alle sind scharf auf meinen.
Ja, er hat viel bessere Karten als ich. Es ist überhaupt kein Wunder, dass ich hier verliere. Ich nehm euch um das Messer. Ihr könnt nicht vorbei. Los geht's. Gut gespielt. Was hätte ich malen sollen? Ach ja, ich hoffe, dass wir euch jetzt rausgeschnitten haben. Danke fürs Einschalten und danke fürs Zuschauen an alle. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Wir haben ein bisschen noch zu spielen. Bis zum nächsten Mal.